Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Breaking Mad mit der bezaubernden Nancy. Hallo. Und dem wunderschönen Shigo. Hallo. Hallo. So. Oh! Man sieht's. Oh! Okay, er stirbt wieder mal. Ja. Wie lange brenne ich? Nö, ich brenne nicht so lange. Ich kann an meiner Eisrüstung liegen, ich hoffe. Gut, fangen wir zur Richtung. Will man Tag machen oder so? Nein. Das ist Cheaten. Wir cheaten doch gar nicht. Wir beten in den Himmel und wenn der Gott uns erhört, dann... Fahren wir jetzt in der Nacht weiter, das ist mir jetzt bunter. Oh, wachst du... What? Was zum Teufel? Oh, es ist so dunkel. Aber eben hier. Aber ein komisches Erz gefunden. Chimerido. Chimerid. Oh. Jetzt aber, es war genug Licht hier. Upsala. Weißt du, was ist das denn für ein Vieh da unten? Oh, Chico, hier sind laufend komische Sachen. Ja, das ist bei diesem Map-Pack nicht so selten. Ich glaube, ich bin einen großen tot. Baum dann. Komm also, wieder? Nee, ich habe jetzt meine Pickaxe ist kaputt. Und ich kann hier unten ja sonst gar nichts tun. Ist ja nichts. Brauchst du doch eine neue? Ja, aus was? Holz? Und Steine? Holz im Vulkan ist nicht so oft vertreten. So, das sind was für Kisten, da müsste irgendwo was drin sein, oder nicht? Ja, aber die Zwerge sind extrem stark. Ja. Ich finde die Zwerge fast übertrieben stark. Und die haben halt auch ihre blöden Spawner hier. Aber die Spawner kann ich ja auch nicht kaputt machen. Das ist natürlich sehr schlecht. Und es werden immer mehr. Jetzt hab ich sie sauer gemacht. Leg dich nicht mit den Zwergen an. So, okay, aber ich habe schon mal meine Essence-Pflänzchen und jetzt baue ich Kohle an auf meinem Feld. Haha. Das ist nämlich lustig. So, die habe ich, das habe ich. Kohle. Nee, da brauche ich doch eine Werkbank. Verdammt. Ich brauche erstmal den blöden Dingens. Cinder! Oh nein! Gut. Ja, ich heb mich später auf. Guten Tag. So. What is short? Ja, und so. Krass, dass die Pickaxe auf einmal kaputt gegangen ist. Die Werkzeuge. Dinge passieren. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Nee, ich habe die Burg noch nicht mal aufgedeckt, by the way. Wäre aber nachher mal hingehen. Gewittert schon wieder, das nervt. Ja. Okay. Und hier ist noch irgendwas anderes Kleines. Wo ist denn meine Wenigkeit gerade? Da. Das dann. Punkt setzen. Knusperst du hier rum? Ja. Ich habe ein bisschen Seegras gegessen. Das ist sehr gesund und gut für die Haut. Während ich meine Kohle anbaue. Lalalala, ich gieße meine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh yeah. Es läuft. So. Das heißt, ich habe jetzt auch gar keinen Obsidian von dir gekriegt, oder Lava, beziehungsweise, was? Das Problem ist, an diesen Lavaquellen, es muss bessere Orte geben als ein Vulkan. Denn du kannst ja nur ganz oben abbauen. Mhm. Also nur an der Quelle selbst kannst du die Lava holen. Also im Norden ist auch eine Lavaquelle. Das Problem ist halt, dass aus Lava eben diese großen Lavawerfer-Viecher spawnen. Ja. Ja. Nervig. Ja, ich habe mich an denen vorbeigesneakt.
So. Mehr Kohleessenz. Mehr Kohleessenz. Weiter geht's. Hä? Ja. Nancy schiebt schon wieder. Nein, ich wollte unfassbar. Eigentlich bloß hier oben gerade das Zeug angucken und dann schmeißt es weg. Wie kann das sein, dass das geht? Immer noch. Geh mal, wenn du in deinem Menü bist, in deinem Inventar, ja. Unten links auf Optionen. Ja. Dann oben auf Inventory. Ja. Und stellst du mal den Cheat Mode auf Recipe Mode. Hab ich. Okay. Gut. Oh. Nennt sie die olle Cheaterin, unfassbar. Ernsthaft, Pizza. Eigentlich wollte ich bloß die Rezepte angucken, weil ich wissen wollte, von was du gerade redest. Ja, jetzt kannst du wieder. Wo ist es jetzt hin? Da. Da habe ich gerade geredet. Ah, okay. Hm. Was ist denn ein Weak Infused Stone? Der wird aus Essence Dust und Diamond gemacht, oder? Genau, den mache ich gerade. Du hast halt diese verschiedenen starken Steine, die eben die Essenz umwandeln in das, was du halt so brauchst. Die kann man so. Was denn? Ich werde von einem Skelett beschossen. Aua, aua, aua! Mieses Stück. Was ist? Nein, es läuft hier rum. Es geht aber gerade weg. Da ist eine Werkkatze. Hm, okay. Steht da. Wo ist das Skelett? Bei mir. Ich mach's schon selbst fertig. Hier kommt aber irgendwas Größeres, was ist das? Hörst du das auch? Nee. Das ist mein T-Rex-Sound? Ja, das ist mein Erdball, den ich schieße. Stirb, Arsch. So, was ist das denn? Workhead. Oh, ich habe eine Werkkatze. Eine Werkkitty. Also du kannst mit den Essenzen kannst halt so eine richtig geile Rüstung bauen, wenn du halt die großen Starken kriegst. Und ich baue jetzt erstmal darauf hinaus, dass wir Obsidian-Pflanzen quasi anbauen können. Weil diese Obsidian-Essenz kannst du dann Obsidian machen. Mit, ich glaube, 8 Stück oder so. Das ist saupraktisch. Yes. Ja. So. Okay. Upgrade, bada boom. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wo kriegt man einen Fraserite Crystal her? Ja? Aus Meteoriten. Ach, das ist die, wo ich. Das ist das Zeug, woraus ich die Rüstung und so hatte, ne? Also, es bedeutet, dass bei mir steht ja quasi vor der Nase ein Meteorit. Den könnte ich theoretisch abbauen. Vermut mal mit einer Diamantaxt, oder? Nee, du stehst, deine Blöcke sind eher schwarz und so, ne? Die da bei dem Meteorit ist, ja, da steht doch ein Portal. So. Das andere, die du meinst, die findest du bei Eisflächen. Ah, okay. Da ist überall alles eingefroren. Okay, gut. So. Um mal ganz praktisch die Nacht mal dazu zu nutzen, sich das hier ein bisschen anzugucken. Jetzt können wir aufräumen. Langsam schon mal. Scheiße, das Obsidian, ich brauch's nämlich nicht unbedingt. Okay. Was ist Obsidianisch? Jetzt wird aufgeräumt, Freunde. Jetzt wird aufgeräumt. Jetzt können wir nämlich das ganze Zeug, was wir nicht brauchen, verwerten. Wir können eigentlich theoretisch um ein Smelvery bauen, oder? Mhm. Das wäre ich dann ins Haus mit reinbauen. Da habe ich nämlich gleich noch eine zweite Aufgabe, ein Smelvery zu bauen. Haha, es ist so geil. Ich liebe diesen Mod, ehrlich. Es ist eigentlich voll mega kritisch, aber. Schon hell, was sagst du das? So. Bin weg. Guck jetzt mal, ich gehe jetzt nicht rein in die Burg. Aber ich guck jetzt mal, wie das da aussieht. Ich geh jetzt mal ein bisschen näher ran. Ich will eh zu dem riesen Baum, wenn ich da Holz abbauen kann, das wäre natürlich total genial. Das ist übrigens ein eigenes erworbenes Fund. Erworbenes Fund? Phänomenal? Ja. Okay. Aber du hast verstanden, was ich wollte, oder? Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Ich würde mal denken, okay. Ich habe gerade irgendwie einen Aussetzer. Okay, ich habe ja doch einen Aussetzer anscheinend. So. So, jetzt mache ich erstmal eine wichtige Kiste. Eine ganz wichtige Kiste. Ich würde gerade mehr Zucker essen oder so. Hast du eine Schokolade gehabt? Ich brauche für morgen auf jeden Fall einen Haufen Energy, weil ich hab ja stromfrei, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. In die Folge kommt, das ist schon lange vorbei. Mhm. Das heißt, ich muss richtig ausrasten über Nacht.
Mach Dinge, die ich sonst nicht machen kann. What the fuck ist das denn? Soll ich dir mal mein tolles neues Spielzeug erklären? Das ist voll toll. Soll ich? Es auch machen. Ja, mach mal. Kommst du mit? Kannst ja gar nicht sehen. So, dann hier links ist der Extraktor, der ist cool. Da kannst du reinschmeißen so Sachen, die du nicht brauchst. Zum Beispiel diese ganzen hässlichen Seeds, die wir nicht brauchen. Und der macht daraus, Äther quasi. Dieses AV. So, und im rechten kannst du da dann was reintun und hier aus dem... Ja. Spaß, jetzt hier weiter. Und alles rechten, machen, das... was du möchtest. Echt? Also da kann alles rauskommen? Alles. Also nicht ganz alles, aber so gut wie alles. Soll ich das mal sehen, also wie das Menü dann aussieht? Ja, also wenn ich jetzt. Ich habe jetzt hier, ich gebe jetzt mal das Obsidian, was ich gerade gemacht habe. Ja. Du verschwendest dadurch nichts, wenn du Sachen hin und her machst. Das tust du jetzt mal links hier rein. In den ganz linken? In den Extractor. Die Burg wird von einem Drache bewacht, ich hab Angst. Ja, ist er. Gut, dann wird es jetzt umgewandelt, du siehst das Ding steigen, jetzt sind da 2628 AV drin. So, die kannst du jetzt in einem Kondenser zu was anderem umwandeln. In dem linken Slot kannst du das reintun, was du quasi für multiplizieren willst zu diesem Wert. Aber ich brauch das. Ja, du brauchst eins davon, um es multiplizieren zu können. Also ich will nur einen Test, ist nur ein Test? Mhm. Da kriegt dann 41 von raus. Ist das ungefähr genau gleich viel wert oder ist das eigentlich Schnurz? Wenn du mit Shift auf ein Objekt klickst, siehst du unten den EMC bzw. AV-Wert. EMC kannst du erstmal ignorieren, aber der AV-Wert ist das Wichtige. Ja, aber es klang jetzt so, als wenn Obsidian und Fleisch denselben Wert hatten. Nee, Obsidian hat einen Wert von 64 und Fleisch, keine Ahnung, von 64, ja. Das ist, ja. Das ist also, ne, musst du gucken, wie viel was hat. Dementsprechend, ich glaube, Diamanten haben einen Wert von 8000 irgendwas. Und so kann man halt das ganze unwichtige Zeug gut verwerten. Und vor allem Obsidian, Chico. Das auf jeden Fall. Eine Kiste machen, wo wir quasi von allem, was wir unbedingt immer brauchen, eins hinterlegen als Reserve quasi. Chico? Ja? Hier ist überall Obsidian. Ich brauche kein Obsidian mehr. Naja. Du hast aber noch ein Obsidian, oder? Wo geht das Portal eigentlich jetzt hin, was über den Nether? Warum gehen wir da nicht in den Nether? Wir haben jetzt hier quasi Weil schon Weil der Nether noch tödlicher ist als die Welt hier. Ich mach jetzt mal einen Waypoint. Weil wir brauchen ein Nether-Portal. Das ist auch nicht ganz so weit weg von mir zu Hause. Das ist cool. Und hier sind zwei Pferde. Hey, na, seid ihr niedlich? Warte mal. Du bist gar nicht an dem Dingen dran, oder? An welchem Ding? Nein. Gott. Ach, Nancy, was machst du nur? Ich weiß es nicht. Was ist das? Das sind so kleine Viecher, die haben einen Schwanz. Ja, mein Schwanz. Yay, yeah, ich habe unendlich viel Essen. Ein Stack Holz für 40 Fleisch. Oh Mann. So. Zack. Dann tue ich jetzt mal hier wichtige Dinge rein, die wir noch brauchen. Das. Wie hat man dieses Ding gebaut? Was brauchte man für das Teil an sich? Für den Extractor halt jeweils 5 Obsidian. Einen Diamanten und ich glaube für den anderen ein Emerald, das sind diese teuren Sachen, die da drin sind. Ist der, ist das so ein Item, was in vielen Modpacks bei ist, oder ist das eher selten? Nein, das ist Aethercraft heißt das. Das ist eigentlich hier sehr einzigartig, weil das hieß früher mal Equivalent Exchange und war in dem Ticket Classic drin. Aber es ist halt so ein Ding, dass du nicht in ein normales Modpack reintun kannst, weil es nun mal, sobald du es hast, dir eigentlich alles bringt. Ne? Wenn du jetzt Ding noch upgradest, kannst du die aus allem alles machen. Und das macht halt quasi den dauerhaften Spielspaß kaputt, deswegen sind Technik-Mods nicht drin, aber halt im Madpack, weil Madpack ist einfach nur dermaßen alles. Nee. Genau, deswegen kann man das ruhig hier mal reinpacken. So, jetzt das habe ich. Sowas. Davon kann ich ein paar machen. Was ist denn eine Tama-Hut? Ich will die. Darf ich ganz kurz nochmal dran? Ja, Mist. Meinen Sie mal Platz hier für mich. Und alle Sachen, die wir halt vervielfältigen wollen, mindestens einmal hier in die Kiste tun zum Reserve. Ein Diamant kostet aber 8000. Was ist denn eine Tamaru? Kann ich jetzt, bevor ich dann die hier reinpacke, sehen, wie viel ich jetzt bekomme? Warte. Ich glaube, das ist eine Pflanze oder so, oder? Hier ist irgendein Block, da ist ein Meadows Hive. Was ist das? Das sind Bienen. Kannst du liegen lassen. Holz hat gar keinen Wert. Ja, ein Wert von 1. Ja, ja. I don't wanna die because of the Bienen. Dann, also die Bienen, die tun nichts. Also,
Ja. Weil ich wollte Dias mehr machen. Wie gesagt, das lohnt sich aber überhaupt gar nicht, weil wir noch nicht so viel Zeugs haben. Nein, du kriegst gleich von dann was anderes. Dann will ich meinen Frozen Gedöns wieder. Ja, dann ist alles weg. Sind die Hühner ja auch mad, wenn man die anschlägt? Ja. Oh, ich darf man auch nichts machen in diesem Fall. So, wo war ich? Alles ich geh dann mad andauernd. Die Schweine sind mad, wenn man sie lacht. Die auch. So, jetzt bin ich bei dem Ding mit dem Ding-Dong außenrum. Im Ding-Dong? Ja, ich muss aufpassen. Ich will eigentlich jetzt nicht sterben. Ring-a-ding-ding-dong. Tschüss. Also, das ist eine Burg. Außenrum ist eine richtige Burgmauer, ne? Steht der Bauer dran? Ich bin hier auch gerade kein Eingang, ehrlich gesagt. Das ist kein Eingang. Dann ist es keine richtige Burg, denn eine Burg braucht einen Eingang. Ja, warte doch mal. Ja, das ist wichtig, ehrlich. So, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Castle. Ja, da ist auf jeden Fall ein Verzauberungstisch dabei. Ich will hier reingehen jetzt gerade. Weißt du, was ich mach? Pack meine Sachen jetzt hier in die Kiste. Ah, Mist. Ich wollte gerade raten. Komm jetzt in die Kiste und pack da meine Sachen rein. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Und dann lege ich gleich die Kiste direkt hier hin. Daneben. I need gold. Und da wäre in meinem Nachtquartier auch schon eine Kiste gebaut. So, die Damen. Auch dieser Part neigt sich dem Ende zu. Schon wieder? Seid ihr soweit bereit? Muss das sein? Schaffen wir was. Seid ihr fertig mit allem? Mhm. Jo. So gut wie. Dann würde ich sagen, schaut auch mal bei den Damen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal Madpack wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.